Hallo und herzlich willkommen zurück zu Last Reviews. Heute mit der Steine Sensor Innenleuchte mit der genauen Produktbezeichnung RS16L. Steine gibt auf die Lampe eine 3-Jahres-Funktions- sowie eine 5-Jahres-Glas-Nachkaufgarantie und zertifiziert die Lampe mit der Schutzklasse IP44. Als Zubehör mit der Lampe kommt eine sehr ausführliche Anleitung mit Schaltplänen sowie ein Stoppaufkleber für euren Lichtschalter. Befestigungsmaterial mit Dichtungen für die Kabeleinführung und Schläuchen zum Schutz der Kabel, weitere Gummiabdichtung für die Rückseite der Lampe sowie Abstandshalter und eine Madenschraube. Die maximale empfohlene Leistung eines Leuchtmittels beträgt 60 Watt. Angeschlossen wird die Lampe wie eine Lüsterklemme. Dafür habt ihr einmal den Eingang für den Leiter und für den Neutralleiter. Und zusätzlich gibt es einen Anschluss für einen zweiten Verbraucher bis maximal 100 Watt. Die Lampe verfügt über einen Hochfrequenzsensor sowie über einen Dämmerungsschalter. Mit dem rechten Knopf könnt ihr die Helligkeit einstellen, ab wann die Lampe reagieren soll. Mit dem mittleren Kopf könnt ihr einmal die Leuchtdauer einstellen. Mit dem linken Knopf könnt ihr einstellen, wie sensibel der Hochfrequenzsensor sein soll. Dies war das Unboxing und ein kurzer Überblick über die Steine Sensorleuchte RS16L. Ob der Sensor wirklich durch Wände gehen kann oder nicht, seht ihr dann, nachdem ich die Lampe montiert habe und ausführlich getestet habe. Bis zum nächsten Video. Ciao!